Homöotherapie. Homöotherapie bedeutet Heilung durch das Gleiche. Homöotherapie im engeren Sinne ist ein Name für die Homöopathie. Homöotherapie in einem weiteren Sinn ist aber die Heilung durch das Ähnliche oder durch das Gleiche. Homöotherapie kann man auch nennen Training der Homöostasefähigkeit des Organismus. Der menschliche Organismus strebt nach einem Gleichgewicht, und zwar im Fließgleichgewicht, das heißt, es ist ein dynamisches Gleichgewicht. Man kann Krankheit definieren als die Schwierigkeit des Menschen, zurück zur Homöostase zu kommen, oder auch als ein Bemühen, zurück zur Homöostase zu kommen. Zum Beispiel, wenn man Fieber hat, ist ja nicht Fieber die Krankheit, sondern das Fieber ist das Mittel, um zurückzukehren zum Gleichgewicht. Angenommen, man hat Fieber, dann könnte man versuchen, das Fieber zu senken, zum Beispiel durch kalte Wadenwickel oder auch durch Einwickeln in einen kalten Wickel, Ganzkörperwickel, eine Möglichkeit. Oder umgekehrt, man könnte ein heißes Bad nehmen und das heiße Bad wird noch im Gegenteil die Körpertemperatur weiter erhöhen und das kann vielleicht anschließend dazu führen, dass der Körper wieder zügig das Fieber los wird. Ganz ungefährlich ist das nicht, gerade wenn man schon älter ist, sollte man das nur unter Aufsicht machen oder man könnte eine andere Sache machen, wenn man schon schwitzt mit Fieber, dann kann man zum Beispiel Lindenblütentee oder andere schweißtreibenden Tees verabreichen. Die führen noch zu einer stärkeren Hitze und das hilft, dass der Körper zurückkehrt zu einem Gleichgewicht. Oder angenommen, der Mensch hat Bluthochdruck. Früher hatte man dort empfohlen, dass man sich dann schonen soll und dass man nicht zu sehr körperliche Aktivität macht. Heute weiß man, das wäre das Allerfalscheste. Gerade bei Bluthochdruck sollte man körperliche Aktivität machen. Man sollte zum Beispiel Herz-Kreislauf-Training machen, den Puls in eine Zielzone bringen und 15 bis 30 Minuten dann den Körper in dieser Zielzone halten. Und das hilft, das erhöht zwar vorübergehend den Blutdruck, aber es hilft, dass der Körper seine Blutdruckregulation verbessern kann. Und in diesem Sinne ist Homöotherapie immer die Heilung durch das Gleiche und damit ein Training der Homöostasefähigkeit. Wenn du also an irgendetwas leidest, dann könntest du über Homöotherapie nachdenken. Auch die Psyche, angenommen, dir wird die Arbeit etwas zu viel, dann kannst du überlegen, welcher Teil der Arbeit wird dir zu viel. Und dann kannst du überlegen, könntest du diesen Aspekt weiter trainieren, indem du ihn vorübergehend intensivierst. Und nachher wird dir das leichter fallen und dann wird es dir leichter fallen, auch wieder zu arbeiten. Umgekehrt könnte man aber auch sagen, manchmal ist durchaus das Gegenteil angesagt. Wenn du überlastet bist, brauchst du vielleicht auch mal Ruhe. Und wenn es dir zu heiß ist, brauchst du vielleicht auch mal Kälte. Und in diesem Sinne ist Homöotherapie Heilung durch das Gleiche und Allotherapie Heilung durch das Gegenteil sind komplementär. Mal ist das eine gut, mal ist das andere gut und oft ist die Kombination aus beidem gut.